Hallo, ich zeige euch heute drei Ideen, um euer Geschenkspapier individuell zu gestalten. Wir brauchen dafür Filz, Spagat, einen Pinsel, einen Kleber, kleine Schüsseln, Acrylfarbe, eine Farbrolle, ein Nudelholz, Packpapier, Wellpappe, einen Stift und eine Schere. Viel Spaß beim Nachbasteln! Um ein Geschenkspapier mit flächigen Abdrücken zu gestalten, malen wir zuerst Formen, wie zum Beispiel Sterne und Monde, mit einem Bleistift auf den Filz. Für das filigrane Muster auf deinem Geschenkspapier wickeln wir einen Spagat um ein Nudelholz. Den Anfang und das Ende können wir dabei auf den Griffen befestigen. Für die dritte Variante brauchen wir Wellpappe und die Farbrolle. Um die benötigte Größe der Wellpappe zu ermitteln, legen wir die Farbrolle auf die Pappe und messen es ab. Die Vorlage schneiden wir aus und kleben es dann mit Bastelkleber auf die Farbrolle. Jetzt geben wir die Acrylfarbe in die kleinen Schüssel und bestreichen die Formen damit. Mit dem Filz lassen sich am besten flächige Abdrücke machen. Die Wellpappe hinterlässt feine, geometrische Linien. Wenn sie das Nudelholz mit den Schnüren übers Papier rollt, erschafft sie ein abstraktes Kunstwerk. Das sind meine drei Ideen, wie du dein Geschenkspapier selber bedrucken kannst. Bis zum nächsten Mal!